Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 2.12.2019. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Item Shop den Creator Code zur Fotogleich.tv. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützen uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Item Shop rein und da haben wir nichts Neues, aber ein Valkyrie-Set-Vorboten-Paket. Oh mein Gott. Für 2000 V-Bucks, das ist natürlich schon, das ist schon ziemlich geil, muss ich sagen. Ja gut, wir fangen mal auf der rechten Seite an, Ruf zur Schlacht. Oh mein Gott, als der damals rauskam, wie oft haben der Herr sofort und ich den gespielt. Oben übrigens sei jetzt ein kleines Gameplay von uns verlinkt in der rechten oberen Ecke. Das Ding fand ich ziemlich cool, kriegt von mir 10 von 10. Und da haben wir folgendes Voting. Wenn ich das mal richtig eingestellt habe. So. Nein, das ist der falsche. Oh mein Gott, ich bin auf dem falschen Battlecall. So. 4 von 5 bei 17 Votes. Am 22. September 2018 ist das erste Mal drin gewesen. Das 8. Mal jetzt 31. Wir meinen das letzte Mal im Shop vor 58 Tagen am 5. Oktober. So, dann geht's weiter mit Pick It Up. Ja, der Teil ist relativ cool, ist aber noch gar nicht so lange her, dass der im Shop gewesen ist. So, kriegt von mir auch 10 von 10. Hier haben wir 3,77 von 5 bei 22 Votes. Am 29. Juni 2019 ist das erste Mal drin gewesen. Das dritte Mal jetzt 5 Reminders, das letzte Mal im Shop am 6. November. So, weiter geht's mit dem Drop the Bass. Ja, Disco, Disco, Party, 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 Season 6 eingeführt worden, verarschender V-Bucks-Style, kriegt von mir auch 9 von 10. Hier haben wir 3,88 von 5 bei 49 Votes am 8. Oktober 2018, das erste Mal drin gewesen. Das 10. Mal jetzt, 118 Reminders, letztes Mal noch gar nicht so lange her. So, dann haben wir den Boxenstopp, Whiplash, finde ich relativ cool, von mir 7 von 10. Whiplash hat hier folgendes Voting. Wir haben 3,83 von 5 bei 400 Votes am 3. April 2018 das erste Mal drin gewesen. Das 32. Mal jetzt. 71 Reminder. Das letzte Mal ist auch noch nicht so lange her. So, weiter geht's mit Billy Bounce. Mega geil. Für mich der beste, wirklich der allerbeste Fortbewegungs-Emote, den es überhaupt gibt in dem ganzen Spiel. Und es ist jetzt wirklich endlich Zeit. Ich hole mir das Teil jetzt tatsächlich mal. Ich finde den einfach nur crazy geil. So, Billy Bounce. So. Jo, und Billy Bounce hat folgendes Voting. Wir haben 4,71 von 5 bei 65 Votes. Am 27. Mai 2019 ist das erste Mal drin gewesen. Das 8. Mal jetzt 245 Reminders. Letztes Mal ist auch noch nicht so lange her. Bam, 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 bada, bada, bam, bam. So, dann haben wir den Schaman, den finde ich auch relativ cool. Und der Schamane kriegt von mir 8 von 10. Und der Schamane hat hier folgendes Voting. Wir haben nur 2,63 von 5 bei 24 Votes am 31. März 2019 das erste Mal drin gewesen. Das vierte Mal jetzt 10 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 141 Tagen am 14. Juli. Weiter geht's. Oh, das, den wollte ich jetzt eigentlich gar nicht mehr anzeigen. So, weiter geht's jetzt hier mit dem, ja, gucken wir uns mal dieses Vorboten-Paket an. Das ist nämlich richtig geil für 2000 V-Bucks. Das ist wirklich fett. Herr Sofort hat den ja hier. Das ist schon echt geil, ne? Ja. Hier die Frostschwinge. So. Ein geiles Teil. Für mich auch der geilste Gleiter, den es überhaupt gibt im ganzen Spiel. Für 1500 V-Bucks. Ja, kriegt von mir definitiv 10 von 10. Ich bin total verliebt in das Teil. So, hat hier 4,57 von 5 bei 122 Votes am 20. September 2018 ist das erstmal drin gewesen. Siebte Mal jetzt 156 Reminders. Und das letzte Mal war das Teil im Shop vor 292 Tagen am 13. Februar 2019. Ja,
auch geil. Die Valkyrie für 2000 V-Bucks, auch ein mega krankes Teil. 10 von 10 kriegt die definitiv von mir. Und ihr habt hier folgendes Voting. 4,28 von 5 bei 78 Votes am 21. September 2018. Das ist erstmal drin. Das sechste Mal. Jetzt 171 Reminders. Das letzte Mal auch so lange her. Hammer. Hammerteil. Wirklich mega geil. Jo, und dann sind wir hier auch schon soweit durch mit dem Set. Gucken wir mal, wie dieser Schneekugelkopf sich überhaupt entwickelt hat seit gestern. Ja, ist ja ein cooles Teil. Übrigens, ich war mega überrascht. Vielen, vielen Dank für alle, die abgestimmt haben bei unserem Voting. Und es war ja wirklich sensationell. Also 100% lieben die Schneekugel. Also jetzt nicht den Schneekugelkopf, sondern eine Schneekugel in echt. Fand ich richtig cool. Toll. Also es gibt doch noch Leute, die auch sowas gerne mögen. Also nicht nur, es gibt Leute, die sowas gerne mögen. Alle von euch wollen das. Das ist geil. So, ja, der Schneekugelkopf hier 4,55 von 5 bei 11 Votes. Na, gestern saß man drin gewesen, 11 Reminders. Also mega geil angekommenes Teil. So, jetzt gucken wir mal, jetzt sind wir bei dem letzten Set von heute. Das ist hier, fangen wir mal mit der großen, bösen Axt für 800 V-Bucks an. Und das Teil ist richtig geil, kriegt von mir auf jeden Fall 9 von 10, hat hier 4,5 von 5 bei 6 Votes. 3. November 2019 ist das erstmal drin, das dritte Mal jetzt 12 Reminders. Dann haben wir den Wolf Hunter, diese Lackierung, da wollte ich eigentlich umswitchen. So, da ist die Lackierung, können wir ganz kurz mal durchklicken. Alter Vater, ich merke schon, es ist einfach zu spät. Mein Hirn arbeitet überhaupt nicht mehr so wirklich gut. Der ein oder andere denkt jetzt, wann arbeitet es denn mal wirklich? So, hier haben wir 4,6 von 5 bei 5 Votes. Ja, 8 Reminders. Und dann haben wir noch ja, den letzten Skin hier. Mega geil, auch das Teil hier, die Lady Wolfkäppchen. Auch da hinten. Schild sieht echt gut aus. Finde ich echt cool. Kriegt von mir auch 10 von 10. Und ihr habt hier folgendes Voting. 3,8 von 5 bei 15 Votes. Am 3. November 2019 ist das mal drin gewesen. Das dritte Mal jetzt 58 Reminders. Ja, sind wir auch soweit durch jetzt hier mit diesem Set. Und dann kommen wir wieder wie immer zu unserer Shop-Bewertung. So, dann muss ich sagen, dieser Shop ist tatsächlich der Knüller. Also für mich, ich verstehe gar nicht, wie man 2587 mal Hated klicken kann. Weil, also Ruf zur Schlacht, mega geil. Pick it up, mega geil. Billy Bounce, mega geil. Hier dieses Valkyren-Set, mega geil. Schneekugelkopf, mega cool. Wolfkäppchen, mega geil. Eigentlich der ganze Shop ist sowas von ultra cool. Ja, und dem Ding kann ich eigentlich, ja, das kann ich nur eine Notung geben. Tatsächlich ein Love It. Damit bin ich Love It Nummer 800. 1046 jetzt mehr und 2590. Hated. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut uns nächstes Mal an, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Glyrop.